Ich begrüße dich ganz herzlich hier auf meinem Kanal Zapunzels Orakel. Mein Name ist Susanne und ich rede hier um diese Uhrzeit ja gerne über das Thema Liebe, vorzugsweise über das Thema Zwillingsseelenprozess, Dualseelenprozess. Alle wissen, dass gerade viel im Umbruch ist, uns gerade Zeit geschenkt wird, wo wir unsere Themen eben auch noch ordnen dürfen. Das eine oder andere findet sich doch immer noch und deshalb werde ich jetzt heute nicht zum 195. Mal erzählen, er hat familiäre Probleme, er muss sich befreien und dies und das und jenes, sondern wir gucken jetzt einfach mal, was ist es denn, worauf wir zurzeit noch achten dürfen. Ich habe im Mitgliederbereich eine Legung gemacht, wo es darum ging, wofür dürfen wir auch mal dankbar sein, weil es geht ja immer darum, wir müssen lernen, wir müssen erarbeiten. Nee, zwischendurch darf man das Ganze auch schon mal genießen. Und das ist mir heute auch nochmal sehr, sehr bewusst geworden. Und hier möchte ich aber einfach nochmal gucken, um was geht es denn? Was soll uns dieser Stillstand, in dem sich ja dieser Prozess gerade befindet, was soll er uns denn mitteilen? Für manche ist es Urlaub, einfach die Seele mal baumeln zu lassen und zu sagen, es ist alles gut so, wie es ist, denn es wäre bis vor kurzem zumindest noch viel zu früh gewesen, das Leben gemeinsam zu meistern, obwohl ich glaube, dass wenn man so ein tiefes Verständnis hat, wie zu seiner Zwillingsseele, man die Dinge auch gemeinsam gut meistern kann, aber dann wäre es nicht mehr seine Befreiung, sondern eure. Na, also das hat schon irgendwo einen Sinn, dass es so ist, wie es ist. Und worauf dürfen wir jetzt hier im Kollektiv noch achten? Du schaust wie immer, ob das, was ich erzähle, irgendwas ist, mit dem du was tun kannst. Und wenn nicht, lässt es einfach weiterziehen. Ich erzähle hier immer aus meiner Sicht. Wie auch sonst. Wir dürfen darauf achten, dass wir trotz alledem und trotz dem Hickhack, der geschehen ist in der Vergangenheit, eine gewisse Art von Offenheit uns bewahren, auch in seine Richtung. Das heißt jetzt nicht, dass du ständig und immer irgendetwas in seine Richtung senden musst, weil in den meisten Fällen hat er ja die Schotten eh dicht gemacht, so wie das ist. Ein Otto kann nur eine Sache fokussieren und wenn er das tut und wenn er aufräumen muss in seinem Leben, habe ich ja gestern gesagt, dann braucht er auch seinen Verstand und das ist ja auch alles gut und schön. Zu 95% ist der Otto in meinem Kollektiv halt männlich, weil die meisten, die zuschauen, eben Frauen sind. Jetzt ist es aber wichtig, hier nicht das trotzige Kind raushängen zu lassen und zu sagen, so wie der mich behandelt hat, ich will ihn gar nicht mehr. Das kann für manche auch zutreffend sein. Dann frage ich mich wohl, warum schaue ich noch diese Orakel? Dann könnten die meisten ja auch einen Haken dahinter setzen. Diese Offenheit ist wichtig, weil die Liebe verschließt das Herz nicht. Die kann mal ein Zeichen setzen, wenn die andere Seite nun so absolut betriebsblind ist. Aber Liebe verschließt das Herz nicht. Und wenn du wirklich hier von der wahren Liebe redest, von der bedingungslosen Liebe, dann ist es eben einfach wichtig, das Herz zu öffnen, offen zu lassen und ab und zu auch mal einen Funken überspringen zu lassen, wenn du für dich nämlich genügend Energie hast. Die Magie der Nacht, auf die dürfen wir achten. Ja, das ist, da kann ich ein Liedchen von singen. Ich bin eine kleine Nachteule. Gestern war ich, glaube ich, sogar mal ein bisschen früher im Bett. Ab und zu brauche ich das auch. Aber grundsätzlich habe ich den Luxus, mir den Tag so zu gestalten, wie ich denn möchte. Und nachts sind die Stimmen lauter, die mir irgendwelche Impulse geben können. Vielleicht, weil so viele Menschen sich dann energetisch ausklinken, weil sie einfach schlafen. Das kann sein, dass es so ist. Aber achtsam darfst du eben auch sein, was die Nacht, die Magie der Nacht dir vielleicht so mitzuteilen hat. Da funkeln ja auch die Sterne, da kann man auch mal gucken. Und ja, was weiß ich, da hat ja jeder so seine Antennen und die dürfen sehr achtsam genutzt werden, weil du bekommst Zeichen vom Universum. Achtsam sein darfst du auch mit dem Thema
Ich verliere meine Lebensfreude nicht, nur weil ich da auf der anderen Seite gerade keine Aufmerksamkeit bekomme. Wenn man je nachdem wo steht im Prozess, ist das Thema Aufmerksamkeit was, wo man eine ganze Zeit lang seine Glückseligkeit abhängig von gemacht hat. Schreibt er mir was Schönes, hurra, mein Herz hüpft. Schreibt er nichts, meldet er sich 4 Tage nicht, da geht die Laune immer mehr Richtung Keller. Die meisten haben das geschafft, sich unabhängig zu machen von seiner Zuwendung. Das andere Ding ist aber, dass die Energien ja häufig spürbar sind. Und deshalb ist, wenn es in deiner Macht steht, es immer ratsam, meiner Meinung nach, wenn du genügend Energie hast, halt eben diesen Funken überspringen zu lassen, damit er hier seine Lebensfreude ein bisschen mehr wieder zurückerlangen kann. Das ist halt der Blödsinn, ne, in dieser Geschichte. Du kannst dich nur gut um dich kümmern, sofern du dich auch ein Stück weit gut ums Gegenüber kümmerst. Also all die, die das so empfinden wie ich, lässt du den anderen im Kerker sitzen, dann kannst du das tun, weil dein Mindset stark genug dafür ist. Aber dein Körper, der ja auch, aua, dein Kompass ist, der erzählt dir einfach, was los ist. Und sich von diesem Seelenband zu trennen, ist halt unglaublich schwierig. Dann haben wir das Wiegenlied. Das ist vielleicht einfach der Hinweis, dass du dich in dir selbst geborgen fühlen darfst, dass du dich auch selbst in den Schlaf singen kannst, dass für manche es nochmal wichtig ist, in der Kindheit nachzuschauen. Das sind die, die halt gerade ihr Herz verschließen und alle Last in seine Richtung rüberschießen. Er ist schuld und er hat ja. Und was auch noch wichtig ist, das ist das Thema Mut. Dürfen immer wieder mutig sein, alte Grenzen zu überspringen, alte Situationen zu verlassen, über uns hinauszuwachsen, das Beste in uns zu fördern, aber auch herauszufordern. Ab und zu ist das wichtig, weil das dient auch deinem Selbstwert. Und ja, wenn du gerade zufrieden mit dir und der Welt bist, dann darf man auch zwischendurch schon mal sagen, ich lasse den Tag jetzt einfach mal auf mich zukommen und sehe schon, welche Herausforderungen sich zeigen, welchen Herausforderungen ich mich stellen soll. Meine Haare sind zurzeit sehr widerspenstig. Ich weiß auch nicht, was das ist. Wir gucken mit einem Spoilerchen auf dich und deinen Otto, einfach, ne, auch die Neugier zu stillen, die ja doch noch bei vielen vorhanden ist. Ja, ich war eben im Wind und ist auch egal. Ich suche hier gerade mein Yin und Yang Orakel-Kartenset. Das hatte ich auch noch in der Hand. Und jetzt ist es verschwunden. Da muss ich wohl ein anderes benutzen. Und zwar als erste Überschrift für dich und die kommenden 24 Stunden. Die Sonnentänzerin. Diese Karte möchte dir sagen, mach alles, was dir Spaß macht, geh auf die Spielwiese, zelebriere dein Leben. Du bist im Aufstiegsprozess. Und für ihn, ja, er denkt viel über seine Königin des Lichts nach, die du ja nun lange Zeit verkörpert hast in seine Richtung und bekommt zurzeit Eingaben, Visionen, beginnt aber auch ein Stück weit mehr in die Dankbarkeit zu gehen, Dinge zu erkennen. Na, der ist ja auch im Licht zumindest, sitzt nicht mehr im dunklen Kellerloch. Und wir gucken mit diesem Kartenmischmasch jetzt mal, was in den nächsten 24 Stunden auf dich zukommt. Kollektive Legung heißt nicht, dass sich das jetzt unbedingt packen muss, ist nur eine Tendenz.
aber ne, ich muss halt immer dazu sagen, du guckst das Ding in Eigenverantwortung. Oh. Manche von euch haben wahrscheinlich festgestellt, dass dieser Herr König da, der Herr König Otto, in der letzten Zeit eher dafür gesorgt hat, dich hier zu begrenzen, dich kleiner zu machen, als du in Wirklichkeit bist. Und das hat dazu geführt, dass du dich hier von ihm abgewandt hast. Wir sind immer noch in dieser Phase. Und jetzt ist diese Zeit für dich eben wichtig, dich aus deinen eigenen Gefängnissen zu befreien. Wo legst du dich an die Kette? Wo bist du unfrei? Könnte sein, du bekommst heute Botschaften von einem Menschen, der jünger ist als du, kann sich um ein Kind handeln. Und diese Botschaften, die werden dir irgendetwas mitteilen, dass du in gewissen Fällen noch an dem Thema Beständigkeit arbeiten darfst. Vielleicht hast du dein Augenmerk ein bisschen sehr auf die bedingungslose Liebe gewandt und dadurch jemanden in deinem Umfeld vernachlässigt. Auch damit darf aufgeräumt werden. Was haben wir jetzt für ihn? Hui, hier kommt einiges. Unten drunter liegt die Herzdame, das bist du. Und wir haben den Tod und wir haben die Fröhlichkeit. Die war vorbei in den letzten Wochen. Ist er so richtig innerlich zugrunde gegangen und Spaßfaktor war so ziemlich gleich null. Das hat dazu geführt, dass er sich auch körperlich miserabel gefühlt hat. Das Seelenband hat aber dafür gesorgt, dass er gespürt hat, dass du trotz alledem offen geblieben bist und ihm treu zur Seite gestanden hast. Dafür muss man nicht reden. Und er denkt jetzt über irgendein Treffen nach, eine Zusammenkunft, weil er weiß, dass er dadurch wieder hui, sich in die Lüfte erheben kann und energetisch auftanken kann. Jetzt ist es die Frage, ne? Lässt es zu, lässt es nicht zu? Das kommt auf dein Energielevel drauf an, wenn dich so gut wie nichts aus den Socken haut, weil er einfach Energie für zwei hast. Da steht dem ja nichts im Wege, aber dein Bauchgefühl wird dir sowieso sagen, was wann wie zu tun ist. Du musst dir nicht seinen Kopf zerbrechen und auch nicht den Kopf zerbrechen über seinen Rückzug. Hier haben wir die Ehestandskarte und das ist halt eben da oben in den Himmel geschrieben, was zusammenfinden soll, findet zusammen und was zusammengehört, bleibt auch zusammen und wird zusammengeführt. Und wenn du davon ausgehst, worüber solltest du dir denn dann den Kopf zerbrechen? Das ist im Grunde ganz einfach. Aber erst dann, wenn man aufgeräumt hat. Ich bedanke mich für deine Zeit. Freue mich, wenn du mir ein Like, ein Abo hinterlässt. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Abend. Bis dahin.